Willkommen zu einem neuen Video und dem ersten Video von mir in 2020. Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, wieder mehr Videos hochzuladen und das will ich anstellen, indem ich mich am Vloggen versuche. Also fürs Erste so dachte ich an einmal pro Monat, also quasi immer so kleine Zusammenschnitte von dem ganzen Monat gesammelt in einem Video. Weil ich nicht weiß, wie viel Material am Ende überhaupt zusammenkommt. Ich finde, das Schwierige beim Vloggen ist nämlich, dass man immer dran denken muss. Also zum Beispiel, letzte Woche waren wir bei einer Freundin eingeladen, um mit ihr Chinese New Year zu feiern und wir haben zusammen Dumplings gemacht und eigentlich wäre das ja so das perfekte Videomaterial gewesen, also weil es einfach ganz cool war, wie wir da alle die Dumplings gefaltet haben und alles, aber ich habe einfach nicht dran gedacht. Aber das Gute am Vloggen ist dann zumindest, dass das Video nicht unbedingt ein festes Thema oder Konzept haben muss. Das hat mich nämlich im letzten Jahr irgendwie so gehindert, dass das Video irgendwie ein bestimmtes Thema haben musste und das Setting perfekt sein musste und dann stand ich mir da irgendwie selbst im Weg. Und ich hoffe, das wird dann diesmal ein bisschen anders sein. Und ja, gucken wir mal, wie ich das hier schaffe mit dem Vloggen. Heute will ich jedenfalls einen Kuchen backen und das habe ich aus einem Kochbuch. Moment, das zeige ich euch mal. Und zwar aus diesem Kochbuch. Otto Lengi Simple. Das habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen zum Geburtstag. Und na, da habe ich hier die Seite eigentlich schon irgendwo markiert. Ich glaube, das war das letzte. Mit einer Hand ist richtig schwer. So, und zwar diesen Cheesecake mit Honig und Thymian. Ich finde, der sieht schon so super lecker aus und irgendwie hat mich dann die Beschreibung so total angesprochen. Ja, diesen Kuchen werde ich versuchen zu machen. Unsere Mutter war nämlich zu Besuch und sie fliegt dann heute wieder zurück auf die Philippinen. Und wir wollen dann so Kaffee und Kuchen zusammen machen und da dachte ich mir, backe ich dann einen Kuchen dafür. Also es ist eigentlich No-Bake-Cake. Aber ja, ich hoffe, der gelingt. So, ich gehe jetzt gleich los ins Studio von Freunden, ein paar Filme scannen. Wir haben auf unseren USA-Roadtrip nämlich richtig viele Analogfotos gemacht. Ich glaube, so 7 Filme oder so haben wir voll gemacht. Haben die aber bis jetzt noch nicht gescannt und ja, das mache ich jetzt. Ich wollte euch vorher aber noch mein Outfit zeigen. So, das ist nämlich momentan mein Go-To-Winter-Outfit. Also ich trage meinen Loewe Wickelmantel, so dunkelblau mit Gürtel. Agnes-Schal in schwarz, Celine Boxbag, die ist echt mega groß an mir, aber ich muss heute so ein bisschen mehr Sachen mitschleppen, deswegen die. Eine gestrickte Hose, super chillig, also ich liebe es gerade einfach so in Jogger oder Strickhosen rumzulaufen und darunter habe ich auch eine Uniqlo Heat-Tech Leggings und ganz bunte Socken. Sneaker sind Adidas Supercourt. Und ja, das ist mein Outfit. So, das habe ich die meiste Zeit aktuell an. Ach ja, und grüne Lederhandschuhe von COS. Die sind super alt, aber ich liebe die. Ich mag die voll gerne, weil die halt nicht schwarz sind.
Und ein Wunder, dass ich sie so lange noch habe, weil manchmal verliert man ja Handschuhe, also gerade Handschuhe verliert man eigentlich relativ schnell. Und erst kürzlich dachte ich so, oh nö, ich habe die im Uber liegen lassen. Und dann habe ich sie doch bei einer Freundin liegen lassen. Fast geheult schon, aber ja. Also bearbeite ich jetzt gerade die Bilder dafür. Und zwar ist es ein Blogpost oder Fotos von der USA-Reise. Davon habe ich nämlich noch gar nichts gepostet. Ich habe aber so, ich glaube, Material für mindestens 4 oder 5 Blogposts zusammen und muss mal langsam anfangen, das zu veröffentlichen. Sonst ist das einfach zu lange her. Also wir waren im November auf einem USA-Roadtrip. Ja, und dafür werde ich dann die Bilder aussuchen, bearbeiten und dann so gucken, wie ich das anordnen möchte im Blogpost. Und ja, also nicht so viel Action heute. Aber ich glaube, wenn ich jetzt eh hier im Esszimmer bzw. Büro sitze, kann ich euch ein paar Sachen zeigen, die sich hier noch ein bisschen verändert haben. Dann ist es vielleicht noch mal ein bisschen interessanter. Und zwar haben wir hier an dieser Wand endlich die Metallskulptur angebracht. Und das sieht, finde ich, super schön aus zu unserem Tylko-Sideboard. Und wir haben hier auch endlich Gardinen. Gardinen machen echt so einen Riesenunterschied bei der Gemütlichkeit eines Raumes, finde ich. Also es sieht einfach viel, viel wohnlicher aus, automatisch. Und ja, wir haben uns dafür für die günstigsten IKEA-Gardinen entschieden, die wir finden konnten. Also es sind die 3-Meter-Gardinen. Ich glaube, die kosten als Paar 20 Euro. Und ja, mit so schwarzen Gardinenstangen, weil wir den Kontrast so schön finden. Und ja, wie man sieht, könnten die eigentlich ruhig ein bisschen länger sein, aber 3 Meter ist eben das Längste, was man bei IKEA finden kann. Und wir wollten jetzt erstmal nicht unbedingt maßgeschneiderte Gardinen kaufen, sondern sind damit eigentlich auch schon sehr, sehr zufrieden, wie das aussieht. Und hier haben wir eine Leinwand, die ich jetzt irgendwann mal endlich bemalen will. Also das stand schon ewig auf meinem Plan, aber ich habe mich immer davor gesträubt, die Leinwand zu besorgen, weil ich das ja irgendwie nach Hause transportieren muss. Ja, dazu gebe ich euch dann ein Update, wenn ich das mal endlich bemalt habe. Und hier ist immer noch eine Müllecke, beziehungsweise ja, so Krimskrams oder was weiß ich. Einfach kein Bild, der so rumliegt. Und hier in dem Regal hat sich nicht so viel verändert. Ein paar neue Bücher sind dazu gekommen, aber sonst nicht weiter Spannendes. Hier oben habe ich jetzt erstmal so Zeug hingepackt, damit das nicht woanders rumliegt. Würde ich jetzt aber nicht für immer so lassen, denke ich, weil es mir dann einfach ein bisschen too much ist. Ja, das war es erstmal und dann mache ich mich mal an die Arbeit. So, mal als kleiner Zwischenstand. Wenn ich die Bilder dann bearbeitet habe, dann füge ich die hier auf so einer weißen Fläche ein und ordne das dann ungefähr so an, wie es mir gefällt. Also das funktioniert dann hier in Photoshop einfach für mich am besten, weil ich das dann einfach so rumschieben kann und schon mal so ein paar Sachen mit Schriften ausprobieren kann. Manchmal kann ich mich dann aber nicht so richtig entscheiden, wie zum Beispiel hier bei den 2 Bildern, ob die Schrift auf dem Bild sein soll oder auf dem. Und je nachdem, ob das Bild so besser wirkt oder das andere. Ja,
Ja, da muss ich mich irgendwie noch entscheiden. So, und wenn ich das Ganze dann hier eingepflegt habe, sieht das dann ungefähr so aus. Man sieht, hier kann ich mich noch nicht entscheiden. Ja, und dann muss ich nur noch die Texte ändern und hier die richtigen Links raussuchen. So, ich habe mir jetzt noch schnell was zu essen gemacht. Ich habe Süßkartoffeln in Scheiben geschnitten, mit Rosmarin in den Ofen gelegt und gebacken. Dazu ein bisschen Spinat und eine halbe Burrata. Burrata-Kugel mit ein bisschen Öl und Salz und Pfeffer. Und ja, das werde ich jetzt essen. Ich habe nämlich mega Hunger. So, es ist Zeit für IKEA. Ich habe mir nämlich ein Möbelstück bestellt, und zwar die Stockholm-Kommode. Auf die habe ich ewig gewartet. Also eigentlich wollten wir sie im Laden kaufen, aber die war in Berlin oder eigentlich in ganz Deutschland überall ausverkauft. Und es stand immer, also ich habe immer so gecheckt, wann der nächste Wareneingang ist. Und das Datum hat sich immer weiter nach hinten verschoben. Und dann dachte ich so, fuck it, okay, dann bestelle ich es halt. Man muss halt Spedition bezahlen und so. Also so, es kostet dann halt ein bisschen mehr. Aber ich konnte jetzt nicht noch weitere Monate drauf warten. Und hier ist sie. Und jetzt werde ich versuchen, die alleine aufzubauen. Also Daisy ist notfalls auch da, falls ich echt noch eine zweite Hand bräuchte. Aber ich werde es erstmal alleine versuchen. Ach ja, bevor ich anfange, sage ich euch noch, wo die Kommode denn hin soll. Und zwar will ich das hier ersetzen. Also ich will dieses Regal ins Esszimmer verschieben und alles, was hier drin ist. Hier habe ich echt so alles reingeschmissen. Und hier hinter verstecken sich so Sachen wie Geschenkpapier und keine Ahnung, irgendwelche Krimskrams-Sachen. Das möchte ich so ein bisschen entweder ordentlich woanders hinmachen oder halt in der Kommode verstecken. Ich kann diesen Regalboden auch ein bisschen höher setzen, sodass Platten perfekt hier in dem unteren Fach reinpassen. Aber ja, das probiere ich dann einfach mal aus, was da so am besten passt. Und dann fangen wir mal mit dem Aufbau an. So, entschuldigt die nassen Haare, ich habe gerade geduscht und ja, es ist schon ein Tag vergangen, nachdem ich diese Kommode aufgebaut habe. Ja, sie steht, ist aber noch komplett leer und da gibt es eine Sache, die mich richtig, richtig nervt, und zwar, seht ihr das? Also hier der Abstand ist größer als auf der Seite und diese Tür schließt auch richtig schön magnetisch und bündig ab, während diese hier überhaupt nicht magnetisch ist und auch nicht richtig zugeht. Also so ein bisschen, macht mich so ein bisschen wahnsinnig innerlich, aber ich habe alles versucht, das irgendwie zu richten, mit den Scharnieren irgendwie das nochmal ausgetauscht oder so, aber hat nichts verändert und ich glaube, ich muss mich erstmal damit abfinden und vielleicht guckt sich das dann irgendwann weg. Naja, jetzt werde ich erstmal dieses Regal hier ausräumen und die Kommode dahinstellen. Und dann schon mal mit den Sachen befüllen, die ich verstaut haben will. Ich habe nämlich in Kisten im Flur noch so Sachen, die ich irgendwie irgendwo einordnen muss. So, der Krempel liegt jetzt hier alles auf dem Boden. Jetzt muss ich mal ein bisschen sortieren und vielleicht aussortieren. Mal sehen. Und die Kommode steht jetzt hier in der Ecke. Sieht jetzt erstmal komisch aus wegen der Lücke, aber ich plane eigentlich später da eine Stehlampe hinzustellen. Die habe ich vor Ewigkeiten bestellt, müsste aber eigentlich demnächst ankommen. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob ich die Stehlampe dann später hier haben möchte oder hier in der Ecke. Nur da geht sie dann halt ein bisschen, ist sie dann zu versteckt und es wäre dann eigentlich zu schade um die Lampe. Naja, aber solange die
Lampe noch nicht angekommen ist, werde ich die Kommode, glaube ich, mittig in die Lücke stellen, weil es einfach komisch aussieht, wenn es so steht. So, ich habe mal die Kisten hergeholt, die ich irgendwie verstauen möchte. Also hier sind zum Beispiel Videokassetten drin mit so Familienvideos. So richtig random Shit einfach. Zeug, hier Weihnachtskugeln, Weihnachtsschmuck. Oh mein Gott, diese Kiste muss ich echt mal richtig sortieren. Richtig viele Fotos. Sind hier ein Buch? Also ganz alte Fotos von meinen Eltern. Und alte Reisepässe. Süß. Mein Gott, Daisy. Süß. Oh. Und unser Bruder auch. Oh, wir gucken alle so richtig glücklich. Was ist da los? Das Sortieren und Ausmisten von den ganzen Sachen, von den Krimskrams und den Fotos hat etwas länger gedauert als gedacht. Deswegen ist auch schon nächster Tag und ihr hört es an meiner Stimme, ich bin ein bisschen erkältet. Aber wie auch immer, der Schrank steht und ich zeige euch mal den Inhalt, auch wenn er nicht schön ist. Also das Problem mit den schiefen Türen habe ich immer noch nicht gelöst, aber eine Freundin hat auch die Kommode und bei ihr ist es auch so. Scheint also so ein typisches Ding bei der Kommode zu sein. Naja. Drinnen findet jedenfalls so alles Platz, was vorher schon in der offenen Kommode drin war. Also die ganzen Fantasy-Bücher, Playstation-Spiele und DVDs, ein paar Random-Bücher und die Kameras. Da ist unser Weihnachtsschmuck. Hier habe ich jetzt die ganzen Fotos halbwegs eingeordnet. Ein bisschen Krimskram versteckt sich da immer noch und mache ein paar andere Bücher und eben die Videokassetten. Also alles nicht schön anzusehen. Vielleicht gibt es da auch eine bessere Lösung mit Kisten. Auf jeden Fall finde ich, dass die Kommode hier viel besser reinpasst. Mir gefällt es mehr als dieses offene Regal. Zumal das so auch bei Spiegelsachen, also Spiegelfotos für Stories und so weiter, meiner Meinung nach schöner aussieht, wenn das ein bisschen ruhiger ist im Hintergrund. Das andere war ja so offen und bunt dadurch und das gefällt mir einfach besser. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich hier das oben drauf dekorieren möchte. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Sachen draufgestellt und die Muji-Lampe sieht jetzt nicht so schön aus mit dem Kabel, was man da sieht. Aber wie gesagt, sehr temporär. Da kommt ja eigentlich noch eine Stehlampe hin. Vielleicht will ich irgendwann ein Leinwandbild drüber hängen, aber ich weiß noch nicht genau. Mein Freund meint eigentlich, ihm gefällt es, dass die Wände hier noch nicht so voll sind mit irgendwelchen Sachen. Ja, ich glaube, ich habe euch den Rest vom Wohnzimmer eigentlich noch gar nicht gezeigt, kann es sein. Also, es sieht momentan so aus bei uns. Die Couch so zentriert. Die stand eine Zeit lang auch hier, also im Sommer. Aber momentan haben wir es so. So gefällt es mir super gut. Ich liebe das so ausgerichtet, wenn es so offen im Raum steht. Also, das ist von Boya die Cosima Couch. Ich schreibe euch die Farbe und den Stoff mal in der Infobox. Und dann haben wir hier einen Travertintisch aus eBay Kleinanzeigen. Super günstig. Für 70 Euro haben wir den geholt. Und dann haben wir hier noch so ein Spiegelpodestding von Westring mit meiner geliebten Murano-Lampe. Die spendet super viel Licht, obwohl sie so klein ist. Wir haben ja momentan nur diese zwei Lampen hier, weil unsere Deckenlampe immer noch nicht angebracht ist. Aber die ist echt hell genug. Acapulco-Chair. Ein bisschen hier Pepper Squares, Fernseher und noch so ein kleines Eckbodensessel-Ding, wo nur ich drin sitze. Mein Freund meint, das ist unbequem. Er ist halt einfach zu groß dafür. Ist was für kleine Menschen, denke ich. So, und das Regal, was hier stand, steht jetzt hier. Ja, also ich habe es jetzt erstmal so hingestellt mit all den übrigen Sachen, die nicht in den Schrank reingepasst haben und den Alkohol, der in der Küche nur so im Weg stand, weil es da auch keine richtige Aufbewahrung für gibt. Und ich wollte den sowieso hier im Esszimmer haben und sowas wie eine kleine Bar hier haben. Aber irgendwie habe ich es mir besser vorgestellt. Also ich finde das auch nicht so ganz optimal. Da werde ich mir in Zukunft mal was anderes überlegen.
Ja, aber alles nach und nach. Es gibt ja sowieso eine Million Dinge, die man machen könnte, die man neu umstrukturieren möchte oder umordnen möchte und so weiter. Aber ja, alles Schritt für Schritt. Und das war jetzt einer davon. Ja, gibt es sonst irgendwas zu sagen? Ich habe euch gar nicht erzählt, wie das mit dem Kuchenbacken ausging. Auf jeden Fall wurde der Kuchen super, super lecker. Also es ist jetzt offiziell einer meiner Lieblingskuchen. Ich weiß nicht, ob man sich so selbst loben kann. Aber das Rezept ist einfach super gut. Generell das Kochbuch kann ich sehr empfehlen. Und eben auch diesen Cheesecake. Den würde ich definitiv nochmal machen. Ja, und ich glaube, ich beende an dieser Stelle diesen Vlog. Ich bin mir gar nicht so sicher, was ich alles gedreht habe für dieses Video. Viel war es nicht. Aber ich muss dazu sagen, dass ich auch relativ spät angefangen habe zu vloggen. Also es war schon so Mitte bis Ende des Monats. Ich habe nämlich erst angefangen, seitdem ich mein neues Handy habe. Ich filme hier jetzt auf dem iPhone 11, weil die Qualität dann besser ist. Und ich mir dachte, okay, das ist dann besser für Vlogs geeignet, ohne dass ich jetzt irgendwie extra immer meine Kamera benutzen muss, wo ich kein Bildschirm habe und mich selber sehen kann und den Ausschnitt checken kann. Ja, ich glaube, der größte Teil des Videos war eigentlich eher so die ganzen Einrichtungssachen. Und ich denke, das wird in Zukunft auch ähnlich sein, weil es mir leichter fällt, so Sachen zu Hause, vor allem wenn ich irgendwelche neuen Möbelstücke habe oder hier irgendwas dran mache, zu filmen, als dass ich draußen, wenn ich unterwegs bin oder erst recht so mit Freunden oder sowas unternehme. Da fällt es mir dann schwer, die Kamera rauszuholen und erstmal zu erzählen, was wir gerade machen. Ja, also da sind so Sachen zu Hause auf jeden Fall einfacher, aber ich denke, so Einrichtungssachen ist sowieso ein Thema, was euch interessiert. Von daher ist es okay, denke ich. Und mal sehen. Ich kann ja versuchen, so Sachen auch einfach nur so mitzufilmen, ohne groß zu erzählen. Also so ähnlich wie eigentlich bei den Reisevideos immer. Einfach so ein paar Eindrücke reinschmeißen quasi. Mal schauen, mal schauen. Ich hoffe trotzdem, dass euch das erste Video halbwegs gefallen hat. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!